Das hochmoderne Luftverteidigungssystem IRIS-T ist aus Deutschland in die Ukraine geliefert worden und dort auch angekommen. Eine ganz wichtige Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Raketenbeschuss, gegen diesen Terror, der gegenüber der Bevölkerung ausgeübt wird. Das ist etwas, was wir gerade aktuell erleben. Und auch ich selbst bei meinem Besuch in Odessa, bei den Gesprächen mit dem Kollegen Resnikow, zweimal Raketenalarm erlebt und gemerkt, was es bedeutet. Dann eben schnell in den Bunker, alles stehen und liegen lassen. Und was muss das mit Menschen machen, die das Tag für Tag, Nacht für Nacht erleben? Und deswegen ist es so wichtig, dass die Ukraine jetzt mit diesem Luftverteidigungssystem sich gegen diese Angriffe wehren kann. Es ist ein System und im nächsten Jahr werden weitere 3 solcher Luftverteidigungssysteme folgen. Es ist gut, dass wir heute hier zum 6. Mal in diesem Rammstein-Format zusammenkommen, 50 Staaten und Organisationen dazu, alle immer in der Abstimmung, die Ukraine zu unterstützen. Wie können wir das, was jede einzelne Nation leisten kann, ergänzen? Das ist ein gutes Konzept und ein wichtiges Konzept, damit eben zusammen auch diese Unterstützung erfolgen kann. Und für uns als Deutschland ist es ganz wichtig, dass wir genau in diesem Stil auch in Zukunft weiterarbeiten werden. Wir haben mit den Niederländern zusammen die Panzerhaubitze 2000 in die Ukraine geliefert und werden jetzt weitere Systeme in die Ukraine liefern, mit Großbritannien, den USA zusammen, mehrfach Raketenwerfer. Auch da wird es in den nächsten Wochen weitere Lieferungen in die Ukraine geben. Und ganz aktuell ist es gelungen, mit Dänemark und Norwegen die Produktion von Susanna zu organisieren in der Slowakei, also auch hier wieder zusammen mit unseren Partnern, damit dieses System dann ebenfalls in die Ukraine geliefert werden kann. Die Lieferung von Waffen, von Material wie einem Winterpaket, wie Demining ist ganz wichtig, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass ukrainische Soldaten ausgebildet werden an solchen Systemen. Wir leisten da schon einen wichtigen Beitrag, aber wir werden uns auch noch mehr an der EU-Ausbildungsmission für die Ukraine beteiligen. Uns ist ganz wichtig, dass wir auch hier einen wichtigen, signifikanten Beitrag leisten werden. Das wird in Deutschland geschehen mit an den Ausbildungsmöglichkeiten, die wir schon haben, die wir ja auch schon genutzt haben. Und das Ganze muss natürlich auch koordiniert werden. Und diese Aufgabe übernehmen wir auch und freuen uns natürlich auch dann, wenn andere Nationen hier mit dabei sind. Frau Ministerin, wenn Sie davon reden, dass im nächsten Jahr noch 3 weitere IRIS-T-Systeme geliefert werden sollen, warum dauert das so lange und warum ist es bis dahin noch nicht zu spät? Solche Systeme sind hochkomplex, hochmodern und müssen produziert werden. Ja, und da bin ich auf die Industrie angewiesen, dass dort jetzt auch ein bisschen schneller produziert wird, als das ursprünglich vorgesehen. Ich bin sehr froh, dass das gelungen ist jetzt beispielsweise bei IRIS-T, dass es jetzt schon im Oktober geliefert werden konnte und nicht wie ursprünglich mal geplant im November. Also wir sind da im Gespräch mit der Industrie. Aber wie gesagt, es sind hochkomplexe, hochmoderne Systeme und die brauchen eine gewisse Zeit. Aber wir tun alles, damit es so schnell wie möglich geschieht. Es gäbe ja etwas auf Lager, weiterhin nämlich die Kampfpanzer. Gibt es da irgendeine Bewegung bei Ihnen, dass Sie sich überlegen, doch vielleicht zu liefern, weil die Ukraine diese Panzer dringend für Gegenangriffe braucht? Momentan ist die Situation, dass die Ukraine ganz dringend Luftverteidigungssysteme braucht. Denn wir erleben ja, dass Raketenbeschuss zunimmt, dass Drohnen die Bevölkerung terrorisieren und sie brauchen Artillerie. Und genau das ist das, was Deutschland liefert. Über das Luftverteidigungssystem IRIS-T, über die Panzerhaubitze 2000, über die Mehrfachraketenwerfer und ja, auch durch die Geparden beispielsweise, die schon geliefert wurden. Und ich habe erlebt in Odessa im Hafen, wie wichtig es ist, dass die deutschen Geparden dort die kritische Infrastruktur schützen. Und deswegen ist es uns immer wichtig, uns auch hier auszutauschen im Rammstein-Format, aber eben auch mit dem Kollegen Resnikow, den ich ja heute auch treffen werde, was da dringend gebraucht wird. Und der Präsident Zelensky hat es ja gesagt, Luftverteidigung ist momentan das Vordringlichste und deswegen unterstützen wir da auch mit allen Möglichkeiten, die wir haben.
Welche Botschaft muss denn von hier ausgehen, auch an Herrn Putin nach seiner Drohung einer nuklearen Antwort? Es wird ein ganz klares Signal gesendet. Wir stehen zur Ukraine unverändert. Und alle Scheinreferenten oder Entscheidungen, die da im Kreml gefällt werden, die halten uns nicht ab in unserer Unterstützung. Das machen wir deutlich, indem wir uns heute wieder abstimmen, indem wir Deutsche jetzt auch ganz aktuell geliefert haben und weitere Lieferungen vornehmen. Und ich freue mich darauf, wieder mit den Kollegen auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht nur spürt, sie wird unterstützt, sondern dass es dann auch ganz konkrete Konsequenzen hat. Nächste Woche beginnt wieder die jährliche Atomwaffenübung der NATO. Welche Bedeutung hat das in diesen Zeiten? Es findet ja unter anderem auf deutschem Boden auch statt. Es ist ganz wichtig, dass solche Übungen stattfinden können. Es ist eine routinemäßige Übung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier unsere Planungen fortführen. Das ist der Hintergrund dieser Übung. Und genauso ist sie auch einzuordnen. Vielen Dank. Danke Ihnen.